Schönen guten Tag, liebe Traderinnen und Trader. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Clip geht es um die Henkel Vorzugsaktie. Eine Aktie, die ich schon seit längerem gar nicht mehr beachtet habe, aber mir sind die verschiedenen Schätzungen der Analysten in die Hand gekommen und die sind unterschiedlicher, wie man es sich kaum vorstellen kann. Reicht von 81 bis 103. Vorhin liegt der Chart über das Tool der Hypo-Vereins Bank One Markets vom 7.10.2014. Und der Moment, an dem ich diesen Film aufnehme, ist Montag, der 7.10. um 17.38 Uhr. Xetra ist zu. Die Aktie hat geschlossen bei 92,96. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mit Ihnen ran an den Chart, dass wir uns ein bisschen das näher anschauen können. Und dabei können Sie auch die verschiedenen Möglichkeiten des Tools sehen. Jetzt haben wir also einen Einjahreschart vor uns, eine Kerze, ein Tag. Und mir fallen gleich auf den ersten Blick verschiedene Dinge auf. Das eine ist, dieses hier ist die 200-Tage-Linie und der Wert ist gestiegen von Mitte August hoch bis zur fast 96 und korrigiert nur bis zur 200-Tage-Linie. Das finde ich soweit schon mal in Ordnung, aber in dem Zusammenhang möchte ich Sie gleich auf die sogenannten Fibonaccis hinweisen und die liegen nämlich so. Die 200-Tage-Linie trifft sich fast exakt mit dem 50er Fibo-Retracement. Das heißt, von dieser ganzen Bewegung hier hat die Henkel 50% abgegeben. Das gilt als eine gesunde Korrektur, ist völlig in Ordnung. Der Wert dürfte sogar bis zu dem 61,8er Retracement gehen. Das ist bei 87,80, dann wäre immer noch alles in Ordnung. Allerdings gefällt es mir sehr gut, dass es nur das 50er ist. Auffallend war, das ist ja heute die Montagsbewegung und sie war mit Lufthansa und Wirecard gleich an dritter Stelle im DAX. Auffallend war, dass bereits am Freitag sie sich deutlich vom DAX abgehoben hat. Und hier kommt eine Geschwindigkeit rein, was man auch als Momentum bezeichnen kann. Wir schließen sogar oberhalb der 20-Tage-Linie. Das ist diese Linie hier. Ich nehme die Fibos mal raus, damit der Chart ein bisschen sauberer ist. Gleichzeitig bekomme ich über das MACD ein Signal, was ich für positiv erachte. Das Histogramm, die kleinen Balken werden kürzer. Das gefällt mir recht gut, muss ich sagen. Das MACD als Trendfolger mag vielleicht etwas einleiten, aber gleichzeitig gibt es auch Kaufsignale über die Stochastik. Und dieser Oszillator ist besonders für das Timing wichtig, sodass ich, selbst wenn jetzt der Wert hier schon von 89,30 gestiegen ist auf fast 93, da durchaus noch Platz ist. Wie gesagt, die Analysten haben ihre Empfehlungen gegeben im Sinne von 81 bis 103. Sie können diese Analysen gerne hier auch nachlesen über das Tool unten bei den Nachrichten von Henkel. Da stehen die alle drinne, können Sie schön nachverfolgen. Für die trading-orientierten Anleger unter Ihnen habe ich mal eine Kaufoption, einen K.O.-Schein rausgesucht, den ich für durchaus sinnvoll halte. Und zwar handelt es sich um diesen hier. Das ist ein K.O.-Schein mit der Basis 82,69. Da sind wir also unter dem letzten Verlaufstief, unter dem unteren Bollinger Band. Der hat die Kennnummer HZ08DJ. Das ist ein zeitlich unlimitierter Schein. Wie gesagt, Basis 82,69. Ändert jeden Tag ganz leicht seine Basis nach oben. Der liegt hier unten drunter. Ein Hebel von momentan 9,15. Der gefällt mir so ganz gut, er ist nicht zu aggressiv und würde sogar einen Rückfall auf das 61,8er Retracement auch noch verschmerzen. Sollten wir, jetzt mache ich Ihnen doch nochmal die Fibos rein, sollten wir unter die 87,80 fallen und mit Schlusskurs dort schließen, ist meine grundsätzlich positive Ansicht von der Aktie ad acta gelegt. Dann muss man sich stoppen und dann hat man noch genügend Platz mit der eben angesprochenen Basis. Sollte der Wert wieder der Erwartung des Verfassers unter dem 61,8er Retracement, also unter 87,90, ich runde leicht, schließen, muss man davon ausgehen, dass diese Bodenbildung, die hier unten stattgefunden hat, nochmal touchiert wird. Könnte man also davon ausgehen, dass der Wert durchaus nochmal diese gesamte Bewegung hier nach unten abbaut und in den Bereich von 83 landet. Für einen solchen Fall gibt es einen Put mit der Basis 97,37. Der liegt also etwa hier.
Dieser K.O.-Schein hat dann die Kennnummer HX6807. HX6807, ebenfalls unlimitiert, ändert also seinen Basispreis jeden Tag ein wenig nach unten. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.